So, jetzt kommen wir zum letzten Teil. Schutz der Gesundheit. Wir müssen nicht nur die Menschen schützen, wir müssen auch die Tiere schützen und wir müssen auch die Pflanzen schützen. Und ich als Leiter der Selbsthilfegruppe Elektrosmog kriege immer wieder Leute auf meine Linien, die dann sagen, also ich leite an dem. Und was kann ich machen? Heute haben sie schon sehr viele Informationen gekriegt. Und wir wollen eben im Spital auch eine Gruppe gründen. Ich wiederhole es noch einmal. Am 5. November, das ist der erste Mittwoch im Monat beim Gösserbräu um 19 Uhr. Ein weiteres Projekt wollen wir auch starten, noch im Spital. Das ist die strahlenreduzierte Zone. Ich habe da schon zwei Interessenten für strahlenreduzierte Zone. Eine wäre im Holzbichl, die sagen, das ist schrecklich, ganz grausig da, mitten im Dorf. Und daneben auf der Autobahn auch viele Sender. Und zweiter Interessent ist in Oberdorf. Das ist also diese Seite, die wollen auch eine strahlenreduzierte Zone machen. Und da haben sie auch ein Problem, der Mast muss weg. Und in diese Richtung wollen wir arbeiten. Also der Mast muss weg, wir wollen die Leute schützen. Okay? So, ich möchte mich bei den Referenten bedanken, weil wir haben eigentlich auch Sponsoren für uns Referenten gesucht. Das ist sehr viel Arbeit mit Pressekonferenzen, ganzen Tamtam, um einen Saal vollzukriegen. Ich habe wirklich viel Werbung gemacht. Die Zeitungen haben viel geschrieben und es sind doch viele Leute gekommen. Das freut mich und ich möchte euch nochmal herzlich begrüßen. Ja. Als kleines Dankeschön würden wir uns freuen. Wir lassen nochmal ein Körbchen durchgehen. Wenn ihr was spenden wollt, so freut es uns. Wir machen auch die Druckkosten, die Fortspesen. Und Sahne möchte ich noch vielleicht kurz erwähnen. Von Seiten der Gesundheit, mit Ausnahme vom Gesundheitsreferenten im Spital, haben wir keinen gefunden, überraschenderweise, der uns da fördert und unterstützt. Und ich möchte mich noch einmal bei der Stadtgemeinde Spital, beim Dr. Haupt bedanken. Er hat sich schon verabschiedet, er fährt in Urlaub. Ja? So, dann werde ich etwas erzählen aus unserer Selbsthilfegruppe. Ich bin eben der Leiter Neuschitzer. Mein Stellvertreter ist der Alexander König. Er ist heute an der Kamera. Er ist ein Spezialist dafür. Ich habe gesagt, bitte machen wir einen Film von uns, das wäre super. Wir begrüßen den Alexander auch mal kräftig. Danke. Wir sind wirklich eine Selbsthilfegruppe, kein Verein, sondern wir machen das einfach aus Interesse, weil wir die Gesundheit der Leute schützen wollen. Und weil wir selber empfindlich sind und uns schützen müssen und wir arbeiten auch daran, dass sich die Gesetze verbessern. Wir sind überparteilich, überkonfessionell, jeder kann zu uns kommen. Über Smog haben wir heute schon geredet, eben, das ist diese elektrische Welle, diese elektrische Luft um unseren Schädel, die aus dem Handy knallt und aus dem WLAN strahlt. Es gibt Menschen, die sind sensibel, die spüren das. Und es gibt auch welche, die sind hypersensibel. Es ist eine neue Erkrankung. Sie kann auch diagnostiziert werden. Gut geschulte Ärzte können das feststellen. Ist die Person elektrohypersensibel oder hat sie vielleicht einen Hirntumor oder was anderes? Ja? Auch Burnout ist immer ein Thema. Wir führen das eindeutig zurück auf die Störung des Melatonin-Haushalts. Man kann nicht mehr schlafen, man schläft schlecht, man wird in der Nacht munter. Und wenn man monatelang schlecht schläft, können Sie sich vorstellen, dass man dann einfach in der Früh fertig ist, ausgebrannt ist, nicht mehr arbeiten kann. Es kommen viele Frauen zu uns, die klagen, also die wollen was wissen, wie kann ich die Gesundheit schützen, von mir selber, von den Kindern. Haben wir schon gehört, heute Krebs, Burnout, Tinnitus. Kann ich euch vielleicht kurz vorführen, woher kommt der Tinnitus? Ihr habt ein schnurloses Telefon, man kann es ganz normal kaufen, ja? Kennst du das? Was viele nicht wissen, das Zeug knallt 24 Stunden üble Wellen hinaus. 24 Stunden durch, auch wenn Sie nicht telefonieren. Wie wäre es Ihnen vorführen? So, jetzt schalte ich wieder meinen Handyfinder ein. Ja, schaut gut aus, Sie haben keine Handys eingeschalten.
So, ich werde jetzt dann das Schnurlostelefon einschalten. Ich habe da übrigens eine Schaltleisten, die sieht man von unten nicht so gut, aber das ist das beste System, was es gibt. Kauft euch eine Schaltleisten mit einem Schalter, ein, aus, und da hängt es dann drauf den Fernseher, den SAT-Receiver und das ganze Zeug, was rumhängt. Und wenn es nicht braucht, zack, ausgeschalten und das Ganze ist weg. Ihr spart Strom und ihr verstrahlt euch nicht. So einfach, ja. So, und jetzt zum Schnurlostelefon. Ich muss jetzt einmal nur den Strom einschalten. So, es gibt das Ding. Das ist es, was die Leute heute so Probleme haben. Manche haben WLAN, das geht 2-3 Minuten oder egal wie lange es dann ladet und dann hören sie ein Kreischen, ein Pfeifen, ein Rauschen im Schädel. Und das ist das Zeug. Ja? Das Zeug strahlt ein bisschen unterhalb von Licht, deshalb können wir es nicht sehen. Es ist oberhalb vom Hören, wo unser Ohr das wahrnehmen kann. Und sie haben angenommen, der Körper kann es nicht wahrnehmen. Das ist ein kompletter Unsinn. Wir können Wärme, Wind, alles wahrnehmen. Ja? Und das Zeug stört komplett unser Hirn. Dann hören wir so ein Kreischen, ein Pfeifen, ein Rauschen und so. Das ist Tinnitus. Ich möchte euch noch etwas vorführen und das ist das Handy. Was ganz wichtig ist, wenn man das Handy einschaltet, dann sollte man es einen Meter weit weghalten. Jetzt habe ich es ausgeschalten. Jetzt schalte ich es ein. Jetzt brauche ich diese Nummer. Ich habe es nämlich nur zum Vorführen. Aber das schaffe ich wenigstens, einschalten. Jetzt schaut mal, was passiert, wenn ihr das jetzt einschaltet. Achtung, fertig, los. Habt ihr das gehört? Das habt ihr vielleicht früher auch schon gehört, im Radio, da haut es regelrecht den Lautsprecher raus. Ja? Es stört nicht einmal die Elektronik, es haut regelrecht diese Spule raus und die Membran raus. Ja? Jetzt sage ich euch, was passiert, wenn ich jemanden anrufe. Jetzt rufe ich mich selber an. So, jetzt wähle ich mich ein. Und das sollte man eben noch einwählen, das Handy wirklich weit weg halten. Ich kann es gleich schauen, wieso. Jetzt drücke ich auf Verbinden. Das Problem ist, ich habe einen Anrufbeantworter und da wählt er sich ein, ja, das dauert dann ewig. Also bitte, haltet das Handy ja nicht ans Ohr, haltet das Handy ja nicht an den Kopf. Haltet das Handy, wenn ihr wirklich im Notfall telefonieren müsst, so weit weg und schaltet diese Lautsprecherfunktion ein. Das ist das Problem. Er spart sich den Krebs, wie der Dr. Schmidt erzählt hat. Das ist ein großes Problem. Das ist Tinnitus. Die Männer interessiert mir die Hausinstallation. Natürlich auch ein bisschen Elektrowaffen, aber darüber sollte ich heute nicht reden. Und wenn Dr. Schmidt vereinbart. Ja. Aber kommt in Selbsthilfegruppen. Wir haben gute Männer schon und gute Frauen in Klagenfurt unten, die mir immer die letzten Neuigkeiten erzählen, was man alles mit den Gehirnen machen kann. Ja? Es ist abenteuerlich, was da aus den Sendern auf eure Hirne blast und aus dem Handy, wovon ihr nichts wisst. So, wer ist besonders sensibel? Wir haben zum Beispiel eine Dame, die hat Metallplatten von einem Autounfall, ist extrem sensibel.
Hat schon ihr ganzes Haus abgeschirmt, kauft ihr Mann ihr gebrauchtes Auto, sie fährt das erste Mal weg, hat fürchterliche Zustände, sagt, sie hat kaum 10 Kilometer fahren können, dann ist draufgekommen, dass es eine Bluetooth-Anlage im Auto war. Also es ist also eine Strahlungsanlage, dass die Handys eben noch besser funktionieren. Hat sie natürlich das Auto weggegeben und sich ein anderes gekauft, und um eben diese Schmerzen nicht zu haben. Ja. Was dann ganz arg ist, Menschen mit Schädelverletzungen, reagiert das Gehirn noch stärker auf diese üblen Wellen, und die spüren das dann auch noch stärker durch Müdigkeit, Schläfrigkeit. Wenn ich nach Spital einkaufen gehe, ich kann mich regelmäßig eine Stunde daheim ins Bett legen und warten, bis diese Zustände aufhören, damit ich wieder denken kann, damit ich wieder arbeiten kann, damit ich wieder die Post erledigen kann und so weiter. Alte Menschen leiden auch sehr stark. Informationen darüber, wie man sich schützen kann, kriegt man bei iShield.de. Sehr gute Internetadressen sind senderkataster.at. Da ist auch jeder Handysender eingetragen, der irgendwo steht. Schaut einmal nach, weil ihr werdet überrascht sein, wo überall Antennen eingebaut sind. Ja? Habt ihr gewusst, dass im Kirchturm eine Antenne eingebaut ist? Da? Ja, nehmen wir Moser. Ja? Diagnose Funk, kriegt man Informationen. Mikrowellenterror, das stehen auch ganz interessante Informationen, was man mit den Gehirnen machen kann. Der Gesundheitsminister warnt davor, bitte verwendet das Festnetz, sagt er, Handy nur ausnahmsweise. Aber er ist der Einzige bei den Ministern, der warnt. Ja, die anderen stecken lieber das Geld ein, wenn sie die Frequenzen verkaufen. Der Innenminister hört lieber ab, es ist ja wunderbar. Das Handy ist das beste Abhörgerät, das wissen wir eh schon lange. Übrigens, Schnurl, das Telefon ist viel schwerer abzuhören. Da muss man sich in die Leitung einklemmen, dann hat die Leitung einen Spannungsabfall und der bei der Post zieht sofort halt ein Spitzel. Was viele nicht wissen, es sind Mikrowellen, die da ausstrahlen. Ja. Im Atemreport 47 von der AUVA haben sie es genau nachgewiesen, es verändern sich die Hirnströme, wenn sie diesen bösen Apparat ins Hirn halten. Herz auf mit dem Unsinn. Wirklich. Wie ich draufgekommen bin, wie übel das ist, 2003 habe ich mein Handy weggeschmissen. Weil ich vor einem Auto, ich halte das Ding ein, jetzt prack, ich spüre ganz arge Stromstöße in meinen ganzen Körper und denke mir, was ist los? Und ich habe mir gedacht, die schikanieren mich jetzt, weil ich weiß schon lange, dass die Barmer auch eingehen, das hat mir mein Onkel am Hirschberg schon erzählt, in die 80er Jahre. Die Barmer da auf der Seite, auf der Autoseite, mal ist stark geschehen. Hinter Eckengraben haben sie keine Schäden. Wie eh und je, wie ihr es kennt. Und dann haben wir gedacht, aha, die bösen Burschen, die ärgern mich. Und jetzt, irgendwann bin ich Leiter geworden, haben wir so ein Messgerät gekauft. Bitteschön, heißer Tipp, kauft sich sowas. Mit 170 Euro kriegt man schon ein gutes, das kostet ungefähr 400. Damit kann man die bösen Buben noch besser überführen. Wer strahlt von woher in meine Wohnung? Und die Experten haben gesagt, uns vermeiden. Also Handy ausschalten, WLAN ausschalten, schnurloses Telefon, alles weg, ein kabelgebundenes Telefon, wunderbar. Vermindern. Nur mit dem Festnetz telefonieren, nicht das depperte Handy einschalten. Und wenn der Nachbar böse wird, muss man sich schützen mit einem Strahlenschutzvorhang. Ich habe das draußen gezeigt, da können Sie es später noch anschauen. Es gibt Store, es gibt normale Vorhänge. Die Ärztekammer warnt auch, vor allem die Kinder bis 16 Jahre, ja nicht dem Baby das Handy zum Spülen in Kinderwagen geben. Schwangere Frauen, Frauen in gebärfähigem Alter, bitte ganz wichtig, ja nicht das Handy in den Sack stecken. Schützt eure Eier. Das sind ja 12 im Jahr. Ja? Die werden gestört. Wenn da was nicht passt, und das Ei ist befruchtet, wisst ihr, was die Gebärmutter macht? Die Gebärmutter sagt, es ist kein Bub, es ist kein Dirndl, aber schon tut es wie ein Moped. Aus damit. Dann müsst ihr so weg gehen und dann kommt nur zur Besammlungsstation. Das ist Unsinn. Aus mit dem Handy, weg damit. Also ich will wirklich nicht polemisieren oder so. Ja. Ja, habe ich schon gesagt, Handy wegschmeißen, das sind unsere Empfehlungen, schnurloses Telefon weg, WLAN raus, haben wir genug gehört.
FCKW, Asbest konnte gar nicht. Allein beim Asbest hat es 80 Jahre gedauert, bis es verboten worden ist. Und wir arbeiten konsequent daran, dass in den nächsten Jahren der private Mobilfunk verboten wird. Ich hoffe auf die Unterstützung der Spitaler und auch vom Gemeinderat. Die Gesetze sind, ich will nicht sagen kriminell, aber sie sind eindeutig von anderen Machtinteressen beeinflusst, nennen wir es so. Gell? Jetzt komme ich zu meinem Thema, Baumschäden. In den 80er Jahren war auf einmal das Gespräch Lametta-Syndrom. Wisst ihr, Lametta am Christbaum, das ist also so ein silbriges Ding, das hängt so ab, ist so schön. Gell? Und früher haben die Bauern alle gewusst, Fichten, die hat so Äste aus und die Zweige, die stehen so hinaus, weil der Zweig braucht Licht, der Zweig braucht Sonne, damit er den Kohlenstoff von der Luft binden kann. Den Kohlenstoff liefert er dann an den Stamm und der Stamm wächst und so wächst der Baum in die Breiten und in die Höhe. Und auf einmal, ja, arg, Lametta-Syndrom. Die Zweige hängen komischerweise nach unten. Großes Wunder, die Forstexperten und die Kapazunder haben gesagt, ja, sauer Regen und dann später ein bisschen Klimaerwärmung. Woher kommt das? Das werde ich heute noch erzählen. Ich möchte nur kurz sagen, wie schaut ein gesunder Baum aus? Einen kurzen Überblick. Er macht jedes Jahr einen Rodel und macht jedes Jahr einen Wipfeltrieb. Ungefähr 80 cm wächst er in die Höhe. Jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt. Warum sind besonders die Fichten so stark geschädigt? Und das hat eine ganz eigene Bewandtnis. Ich habe echt mein Messgerät schon gezeigt. Da ist es jetzt noch einmal. Ein Messgerät ist eine perfekte Antenne. Und damit man es messen kann, muss diese Antenne die Wellen alle übernehmen, die kurzen Wellen, die mittleren Wellen und die langen Wellen. Und die werden dann über das Kabel da hinunter, also in dem Fall sieht man das nicht, das von hinten wird da hinuntergesehen, in den Apparat hinein. Die Fichten hat ein ähnliches Problem, die hat kurze Äste oben, die hat mittlere, lange Äste bei der Seite und lange Äste unten, hat einen Stamm und jetzt muss die Zweige und die Äste da, die müssen alle den Strom übernehmen. Und dieser Strom, das sind Wellen, ist eine gepulste Welle, sie enthält Masse und die ein bisschen von was von Physik verstehen, die wissen, die Erde kann Masse anziehen. Natürlich ist es so, dass wenn da die Welle jetzt so durchfährt, dann zieht da diese Welle, die zieht den Zweig da hinunter. Nur hat es mit dem Strom jetzt folgendes Problem, da ist Luft und die Luft leitet sehr schlecht. Jetzt sucht sich natürlich die Welle und der Strom sucht sich einen Weg, wo er sich Richtung Erdmittelpunkt entladen kann. Und was glaubt ihr, wo der Strom dann hingeht? Er geht durch den Zweig in den Ast hinein, weiter in den Stamm und durch den Stamm hinunter in die Wurzeln. Und die Wurzeln, da ist schön nass und dann geht das Ganze in den Erdreich. Natürlich verbrennen unten die Wurzeln. Die Fichte schützt uns. Die Fichte muss den ganzen Strom übernehmen. Die Fichte muss den ganzen Strom ableiten. Ein Haselstauden, wo einfach die Stecken so schräg aufstehen, das ist keine Antenne, der passiert nichts. Aber die Fichte muss den ganzen Strom übernehmen und ableiten. Es muss so sein. Und diese Kraftwirkung der Welle Richtung Erdmittelpunkt, die zieht den Zweig runter und zieht den Ast runter. Jeder Elektriker weiß das. Es muss so sein. Es geht nicht anders. Schauen wir uns das Spital an. Draußen Ostenkreisverkehr. Ist das eine große, ich glaube, AGM. Gell? Oben ein fetter Sender. Baumax, zwei Sender. Nein, da ringt bei der Post oben ein Sender. Da ist der Liebling von unserem Kuhn, weil der hat die Wohnung leider neben. Der Sender bläst die mitten ins Wohnzimmer rein. Sagt, fliegt so ab, hat er gesagt. Ich will alt werden. Und das Problem haben viele. Und wir werden schauen, dass der Müll, der Elektromüll verboten wird in den nächsten Jahren. Wir brauchen nicht mehr so viele Krebsleien. Das ist natürlich ein super Geschäft. Die Ärzte zum Amputieren, Hirne, Hals, nichts gegen Schmidt, das ist super, der praktische Arzt. Ja. Danach gibt es noch die Chemotherapie, ja wunderbar. Manche überleben sogar die Chemotherapie. Ja. Es ist schrecklich, aber nicht mit 90. Der Kinderkrebs hat so zugenommen und auch dann ab 40 sind die Reparaturmechanismen nicht mehr so gut und dann fängt der Zirkus an. Früher war er ganz selten, jetzt in der zweiten Familie schon am Fall.
Einen ganz einen super Täter möchte ich heute noch vorführen, weil der hat einfach mit dem Forst ganz enge Bewandtnis. Das ist das Amtsgebäude 3. Und ihr seht, da haben wir drauf einen Sender, auf der Seite einen Sender da oben und einen Sender da. Ich bin mit Forstexperten da diese Bäume durchgegangen, den da und die anderen zwar. Und habe ihnen gezeigt, dass diese Antenne bläst genau auf den Baum aber. Der hat im August schon alle Blätter verloren gehabt. Aber mehr darüber noch später. Ich möchte einfach sagen, über das Baumschäden werden wir wahrscheinlich gewinnen. Wir müssen die Gemeinden zusammenbringen, denn die Mobilfunksender zerstören die Bäume der Gemeinden. Die Städte zusammenbringen, Spitals, St. Veit, Klagenfurt, Villach, da haben wir Juristen. Und wir müssen die Bauern zusammenbringen, weil die haben die ganzen Baumschäden jetzt in den Waldungen. Sie verlieren die Nadeln, die Bäume haben 30-70% der Nadeln verloren. Käfernester schießen entlang der Stadt überall hinaus und ich werde es euch zeigen. Unten Forstgartenstraßen, da war ja der große Zirkus und dann ist er da beim Strabag doch aufgestellt worden. Aber super, ein paar Leute sind aufgestellt und gesagt, die Gesetze sind falsch. Wir wollen sie ändern, wenn sie geändert sind, dann geht der Gemeinderat auch straffrei. Arbeiten wir dran, ich freue mich auf eure Unterstützung. 5. November, Gößerbräu, 19 Uhr. Bezüglich Waldschäden habe ich das 1999 schon recherchiert. Sie haben Waldschäden festgestellt, Kronenverlichtungen haben sie das genannt, also die Krone oben ist ganz dünn geworden, Nadeln sind verloren gegangen. Haben sie gesagt, wieso? Haben sie gesagt, es gibt's. Und dann, wisst ihr, was passiert ist? Seitdem gibt es keinen Waldschadensbericht mehr. Interessant. Land Kärnten. Die haben mit der BOKU telefoniert, ja, die wundern sich. Ich habe mit der BFW telefoniert, sind die Oberkapazunder für Wald. Ja, schicken Sie uns 300.000 Euro, dann können wir anfangen zu studieren. Ich habe schriftlich zu Hause, ja. Der Dr. Schmidt wird euch bestätigen, dass ein Baum auch lebende Zellen hat. Und der Mobilfunk zerstört den Zellkern. Hat euch gezeigt, es schießt aus dem Genom Teile raus. Entstehen Krebszellen. Handy weg, ja. Jetzt möchte ich euch zeigen, gesunde Bäume, die sind aus dem heurigen Jahr, vielleicht kann man das Datum noch lesen da, 1.7.2014, 1. Juli, was fällt auf an der Fichten? Solche Fichten habt ihr schon lange nicht mehr gesehen. Wisst ihr, wohin von mir ist? Oben nach Batanion, dann auf die Eben, ein in die Kreizen und dann um Windische Hehe. Und da unten gibt es Agramle, das sind so Kurven, da gibt es nur ganz wenig Elektrosmog, es gibt ihn sogar dort. Ja? Aber ihr seht, diese Fichte hat, da kann man nicht durchschauen, die ist so dicht, da siehst du nicht durch. Die hat fast noch keine Nadeln verloren, das ist normal. Und die Zweige stehen bei der Seite nach außen und hängen nicht senkrecht runter. Das ist eine gesunde Fichten. Sie hat von allen Seiten Licht, deshalb breitet sie nach allen Seiten ihre Äste aus und die Zweige stehen hinaus. Kein Lametta-Syndrom. Das Erste, was ist das Lametta-Syndrom? Da im Detail, die Zweige stehen seitlich. Und die Fichten hat einen Wipfeltrieb. Ihr könnt heute fahren nach Klagenfurt, da habe ich gesagt, wie viele Fichten schon tote Wipfel haben. Noch ärger ist zwischen Klagenfurt und Völkermarkt. Das sind die ganzen Waldungen. Die Wipfel alle schon tot. Jetzt schauen wir das Spital an. Ich habe mir die Mühe gemacht, heuer diese Plätze zu fotografieren, wo man eindeutig sagen kann, das sind starke Mobilfunksender. Und da sterben jetzt die ganzen Bäume ab. Und die Forstfachleute wundern sie sich, weil heute können sie nicht mehr sagen, es ist der saure Regen, es ist die Klimaerwärmung, weil das kann nicht sein. Warum sterben die Bäume neben den Mobilfunkmasten ab? Ein Wunder. Es darf nicht wahr sein. Und wenn da Korruption im Spiel ist, dann können wir sie hops gehen lassen. Diddledaddel, wunderbar. Da ist jetzt die Strecke davon, kennt ihr alles, Postamt im Spital, außer da Richtung Samonik.
Da ist links noch die Kellag und dann links ist das Amtsgebäude 3. Wenn man da ein bisschen weiter geht, 3.6., das ist Anfang Juni, da sieht man hinten den Masten von da und man sieht da, in dem Bereich hat dieser Baum schon die meisten Blätter verloren und da im unteren Bereich sind sie braun. Kann man das von euch aus auch sehen? Schon, ja? Und die interessanterweise sind grün. Oh Wunder! Am 3. Juni sind schon ein Haufen Blätter abgestorben. Ja, wieso? Das ist nicht der einzige Baum, wir werden noch mehr sagen. Was da einfach passiert, es kommt von einer Antenne, da kann ich jetzt nicht genau sagen, ist es die Antenne oder die, eine Keule genau da in den Bereich hinein. Man kann es von der Seite dann messen und sieht, aha, die Keule kommt von dieser Antenne und zwar genau von dieser Antenne, die dann in diese Richtung strahlt. Die strahlt eine Keule so hinaus, die Hauptkeule, und eine Keule geht da seitlich raus, eine Keule geht schräg nach unten, eine andere Keule geht nach oben. Das haben wir die Käfernester am Vordres oben und am Wolfsberg. Und dort, wo die Keule hineindüst, ist der Baum geschwächt. Forstleute haben schon verstanden, die Laubbäume verlieren die Blätter und die Nadelbäume verlieren die Nadeln. Habe ich schon geschafft. So, das sind die Übeltäter fürs Baumsterben, für die Schäden an den Fichten. Was jetzt passiert, die Spital sterben noch drei die Fichten ab und am Stadtrand, wo diese Keulen hineindüsen, dort haben wir die Käfernester. Der gebündelte Strahl schwächt den Baum. Ja, und dann geht halt der Käfer drauf. Klagenfurt, dort wo die Strahlung voll reingeht, weil dort eine Häuserreihe Ofen hat, ist die Kastanie geschwächt, geht die Miniermoten drauf. Da ist ein Stück weiter, das ist vom Kastner. Jetzt ein bisschen zu Messwerte. Ihr seht, das ist 23.05. Das ist Ende Mai. Gell? Im März treiben die Blätter aus und der hat schon den Großteil verloren. Die sind verbrannt, abgefallen. Thermische Schäden sind das. Die Hitzewelle von den Mikrowellen aus dem Sender bringen die Blätter zum Absterben. Sie verfärben sich braun und dann fallen sie runter. Und dann ist der tote, der nackte Ast um. Der nackte Ast lebt noch 2-3 Jahre und bricht ja ab. Kann man wohl sehen. Da haben wir die Sender da oben am Postamt und das ist ein Rundstrahler, der strahlt 360 Grad herum. Danke, Herr Rebernick, er hat euch heute diese Antennen erklärt. Wir haben da einen Wert von 5,12 Milliwatt. Das sind umgerechnet in Mikrowatt 5120 Mikrowatt. Und man kann da sagen, unter dem Beschuss verliert der Baum Ende Mai schon die Blätter. Ich will euch nicht sagen, was zu den Leuten passiert, die da oben ihre Büros haben. Der nächste auf der Seite, 23.05. auch abgestorben. Man kann jetzt genau feststellen, welche Antenne erzeugt welchen gebündelten Strahl, der in diesen Baum hineindüst, dass der da abstirbt. Wir können das genau nachweisen. Welche Antenne tötet den Baum? Versteht ihr das? Natürlich können wir jetzt noch nicht nachweisen, dass das Waldsterben vom Mobilfunk kommt. Ist das nicht komisch? Und da müssen wir durch. Wir dürfen den Planeten nicht jenen Leuten überlassen, die daraus ihre Vorteile ziehen. Wir wollen haben, dass die Menschen leben können, dass sie gesunde Kinder kriegen, dass sie gesund leben können, dass sie aufwachsen können und dass sie in Gesundheit alt werden können. Die Medizin hat so super Fortschritte gemacht, wir können auch gesund 90 Jahre werden. Wir brauchen nicht zweimal Krebs und dreimal Burnout haben. So, ich habe mir das Ganze von oben angeschaut und das ist jetzt 24.06. Da fährt eine Keule hinein. Da sind keine Blätter mehr drauf. Kann man messen. Und dann da oben wachsen schon die Käfernester aus. Also die Fichten sind geschwächt, dann geht der Käfer drauf, stirbt er ab. So schaut es genau aus. So schauen die Blätter aus. Die Blätter verfärben sich zuerst braun, dann kringeln sie sich ein und dann fallen sie runter. Und die Forstexperten schauen zu, im dritten Stock, und wundern sich.
Dann sind wir es noch besser, das ist jetzt am 3.10., habe ich extra aufgenommen. Der Baum steht geschützt, weil das Amtsgebäude steht ein bisschen schräg und der kriegt keine Strahlung ab von der KELAG und keine Strahlung vom Postamt, nur von anderen Sendern. Der kriegt eine Hauptkeule ab, der nicht. Und der da, der arme Kerl, hat schon alle Blätter verloren. Weil der steht vorn draußen, der kriegt von alle Seiten die Strahlung ab. Jetzt habe ich das erklärt mit Hauptkeule und Nebenkeule. Haben wir heute schon gehört. Also ich will das nur, also ich werde sicher kein Weltmeister im Zeichnen, so wie gestern noch gemacht. Ja. Die Hauptkeule geht aus, so ca. 400 Meter. Und wenn der Baum steht und die Hauptkeule ist da, dann verliert sie oben die Blätter und unten ist sie noch grün. Ist tatsächlich so, man kann das sehen. Der steht da, der verliert unten alle Blätter, alle Nadeln, entschuldige, das sollte Fichten sein und ist oben grün. Der steht zwischen die zwei Keulen drin, hat kaum Schäden. Weil dann in dieser Hauptkeule und Nebenkeule haben wir an die 100% Leistung und da in den Zwischenbereich ist es viel weniger, es ist 2, 3 oder 10%. Deshalb ist der grün und der steht direkt in einer Nebenkeule drin, verliert alle Blätter. So einfach ist das. Das ist ja das große Wunder, warum die Leute nicht verstehen, warum sterben die nicht ganz gleichmäßig aus, sondern man muss genau die Antenne kennen, man muss die Charakteristik von der Antenne kennen und dann kann man nachweisen, da geht die Hauptkeule ein und dann ist ja kein Wunder, dass da dann die Bäume absterben. Das zweite Beweisverfahren. Kuhn, wichtig. Wir brauchen die Gemeinde, weil die haben die ganzen Pläne und diese bösen Leute, die wollen mit den Plänen nicht herausrücken. Ich habe es schon versucht. Aber mit der Gemeinde zusammen können wir es schaffen, weil die Gemeinde darf und die Gemeinde muss die Schäden regressieren. Es darf nicht sein, dass die Gemeindebürger die Schäden bezahlen, die die Telekom verursacht, dass die Gemeindebürger die Schäden bezahlen, die die T-Mobile verursacht. Sonst haben die ein enormes Problem. Ein juristisches Problem. Das will ich nicht machen. Wir werden einen eleganten Weg finden. Aber wir brauchen die Zeichnungen, sonst können wir es nicht nachweisen. Die erste hat 1,440 Mikrowatt, hat keine Blätter mehr. Da kommen wir auf 0,93, sind 930 Mikrowatt, die hat viel weniger Schäden. Auf dem Punkt, das ist genau auf die Antenne beim Amtsgebäude links oben, haben wir 4,37. Es ist witzig, wenn ich das nochmal zurück tue, da haben wir 0,93, da haben wir 4,37. Viermal so viel und das sind nur 5 Meter daneben. So wirkt eine Keule. Und da die, hat noch am meisten Blätter drauf, hat nur 0,38. Wenn ihr mal Zeit habt, geht es da mal rüber, schaut sich das Gebäude 3 an und ihr werdet sehen, die hat am längsten die Blätter. Die hat die geringste Strahlung. Ich habe es gemessen. Der Herr Rebernick ist ein Profi, der hat noch viel bessere Geräte. Der kann dann genau sagen, die Frequenz und die Stärke und die Modulation. Es ist so einfach nachzuweisen. Und ich bin dabei, dass ich die Forstleute, die Wichtigen, alle ausbilde, dass sie zukünftig mit das Messgerät in den Wald gehen müssen und dann feststellen, habe ich da einen Elektrosmog, dann ist die Schädigung vom Elektrosmog und habe ich keinen, dann ist es das nicht. Weil Käferbaum hat es immer schon gegeben. Das wird die Zukunft sein. Wir werden den Weg schaffen, wir werden den Weg gehen, wir werden so gewinnen, bis das Zeug verboten ist. So, da oben haben wir, das ist am Fratres oben auf der linken Seite Käferbäume. Auch da nicht wundern, so schaut das aus, wenn sie die Nadeln verlieren. Im Sommer hat man sie ganz genau gesehen, in der Zwischenzeit haben sie alle die Nadeln verloren. Und jetzt sieht man nur mehr die Gerippe und meistens das nicht mehr, weil die Bauern kriegen einen Auftrag, dass sie innerhalb von 2 Wochen die wegschneiden müssen. Ja? Jetzt sieht man nur mehr die Stumme. Da ist nur ein Täter, da dahinter ist noch ein Käferbaum. Ist auch am Fratres, so schaut der aus. Der da. Das ist die Straße von Moos oder Richtung Bruckenwirt runter. Und da sind 2 Käferbäume drin. Einer da, einer da. Da ist die Nahaufnahme. Was glaubt ihr, wer da der Täter ist? Der Kirchturm. Ja, darin ist alles versteckt, was Rang und Namen hat. Ja. Ich habe es sogar schriftlich bestätigt vom Kanzleramt, ja, vom Kanzler. Wir werden da fortstellig werden und sagen, Burschen, tut's was, sonst hofft der Zier.
So, da habe ich jetzt eine andere Ansicht. Das ist das Hochhaus neben der Kirche und da gibt es 4 Bäume. Ihr seht der Baum, also die Kirche ist da dahinter, gell, hinter dem Lisa-Hochhaus. Und der strahlt da oben Richtung Bonau, wo sie den Sender verhindert haben, super. Und der Baum biegt sich nach links. Der biegt sich so um, der will weg. Hat mir Bauer gesagt, im Wald da drüben. Ich habe es aber nicht geglaubt. Der Baum biegt sich weg vom Sender. Der ist lang gerade gewachsen und jetzt wächst auf einmal so komisch. Der biegt sich auch weg. Und der, ich habe den noch im Detail aufgenommen. Also der biegt sich nach links. Der zeigt oben einen Schlangenwuchs. Das heißt, er will ausweichen und bevor er abbricht, wächst er wieder gerade auf. Und da merkt er, ich kann wieder wachsen, biegt er sich wieder weg. Bevor er abbricht, wächst er wieder auf. Daneben der nächste biegt sich auch weg vom Sender, von der Antenne im Kirchturm. So ist es. Und der letzte, da ist überhaupt der Wipfel abgebrochen. So muss ich das machen. Genau, da seht ihr es. Der hat sich zu viel gebogen und jetzt ist der Wipfel abgebrochen. Auf dem Wipfel ist sicher niemand draufgestiegen und hat ihn oben abgebrochen. Glaubt mir das? So, Oberdorf. Da wird eine super Bürgerinitiative wieder aktiv werden. Der Mast muss weg. Strahlenreduzierte Zone, Oberdorf. 2 Proponenten haben wir schon, Molzbichl und Oberdorf. Da muss der Mast weg. Ihr könnt es zuschauen, ich habe sie jetzt schon fotografiert, wie in den nächsten Jahren neben dem Sender die Bäume Schäden kriegen werden. Sie haben sie nämlich schon. Die Fichten versucht auszuweichen, indem sie die Äste schräg nach oben stellt oder schräg, schaut mal, wie die, da was nach oben wächst. Völlig unnatürlich. Da haben wir ein Loch drin, hat schon runtergebrannt. Macht haufenweise Zapfen. Oben erzeugt sie einen Buschwipfel, also nicht einen Rodel und einen Spitzentrieb, sondern die Äste müssen so schräg nach oben wachsen, damit sie keine Antennenwirkung hat, damit sie den Elektrosmog nicht übernehmen muss. Die Fichten würden schreien den ganzen Tag, wenn sie schreien könnten, glaubt mir das. Überhaupt nicht. Die anderen, so schaut keine natürliche Fichten aus. Das ist eine serbische. So viel Zapfen sind völlig unnatürlich. Die Fichte treibt nur dort Zapfen aus, wo sie Wärme bekommt. Nur da kriegt sie es vom Mobilfunk. Da oben haben wir ein Käfernest drin. Kann man das braun sehen? Ich sehe es nicht so gerne. Kann man schon sehen da? Hopp. Ja, den sehen da oben am Fortress. Daneben auch ein Käfernest, ein Fortress. Ein anderes Beispiel, das ist die Nordausfahrt von Spital. Da ist, ich glaube, das Allianzgebäude, bevor man dann ins Liesertal reinfährt, ja, ist ein großer Sender da. Da haben wir die Bäume angeschaut dort. Der erste Baum, das geht Richtung Stadt, einer, der schaut so aus. Wir nennen das das Zwickelsyndrom. Die Fichte weiß, ich muss die Äste so halten geht, ich muss die Äste so halten geht, aber wenn ich sie so ausholt, stirbt der Ast ab. Und dann geht es und der ganze Strom düst durch den Ast durch. Da ist der Zwickel. Da ist dazwischen ist abgestorben. Und jetzt dann wachsen noch ein paar Grad aus und die Zweige hängen gerade nach unten. Das ist eben das Lametta-Syndrom. Das ist die Kraftwirkung. Sie muss den Strom übernehmen, der will Richtung Erdmitte. Und so schaut der Wipfel im Detail aus. Ihr seht da aus, der Wipfel ist abgestorben überhaupt schon. Da wachsen ganz unregelmäßig irgendwelche Zweige und sie stehen entweder schräg nach oben oder schräg nach unten, weil sonst wären sie nämlich schon abgestorben. Wir werden es über die Bäume schaffen. Wir brauchen mutige Bauern. Die Bauern sollen sich zusammenschließen und schon einmal anmelden, ihre Schäden, die sie an den Waldungen haben. Weil er mit einem schweren Gerät rausfahren, nur wegen zwei Fichten, da braucht man 3 Leute und 2 schwere Geräte, dass man das Zeug überhaupt wegbringt aus dem Wald. So, die andere Seite die geht Richtung Wolfsberg. Da ist gleich einmal in der Nähe, das ist eine Seitenkeule, die geht so schräg nach unten, 2 Kiefern. Und dann das eine lustige, über der Lisa, hinten, ein Käfernest. So schaut die Kiefer aus und so schaut das Käfernest aus.
Seitenkeule geht oben, macht die Kiefer hin in, weiß ich, 50 Meter und die Hauptkeule geht gerade raus und macht das Loch im Wolfsberg. Wolfsberg ist das, gell? Über der Lieser dort einmal. So schaut es im Detail aus. In der Zwischenzeit haben sie es alle ausgekaut schon. Der Herr Rebernick hat heute gezeigt, das Konzept der Reflexion, das ist auch ganz wichtig, wenn wir so einen Sender haben, dann strahlt er zum Beispiel ein Strahl da her und trifft den Baum da oben. Aber ein anderer Strahl, der geht da zum Beispiel da und trifft das Dach da, wird reflektiert und schießt dann auch nach oben. Also hat er da oben schon die doppelte Belastung. Oder ein anderer Strahl, der geht da her auf die Seiten bis da und wird da reflektiert und trifft den Baum dann da. Also haben wir da oben eine Bündelung. Was ist? Da oben kann keine Fichte mehr wachsen. Drunter ist sie grün, oben hat sie alle Schäden. Das ist die Strecke vom Kreisverkehr da oben Richtung Eich. Vielleicht kennt ihr das. Da links ist das Bundesheergebäude von der Kaserne. Da ist Merck. Ihr kennt alle sicher diese Kreuzung, gell? Und dieser Baum, der hat eine ganz eigene Wuchsform. Schauen wir uns den im Detail an. Ihr seht unten, da im Bereich des Hauses, hat sie noch eigentlich ganz regulär Äste und Zweige. Und da oben verbuscht sie total. Nur mehr die Zweige, die so schräg nach oben wachsen, die Äste, die schräg nach oben wachsen, dürfen leben. Und dann bildet sie 6-7 Wipfel aus. Völlig unnatürlich. Das sind schwerkranke Fichten. Und jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, weiß, dass da unten, geschützt durch das Gebäude, der Elektrosmog kleiner ist als da oben, wo wir noch eine Bündelung haben. So einfach ist das. In Eichhunden Starkstromleitung war früher eigentlich nie ein besonderes Thema, dass das den Wald hinmacht. Aber jetzt, wenn Starkstromleitung ist und Mobilfunk, stirben entlang der Leitung noch drei alle Bäume ab. So schaut der Baum aus. Da geht der Käfer drauf, geschädigt. Mobilfunk und Starkstrom ist ganz übel. Nicht zweimal so übel, weil wir zwei Einflussfaktoren haben, sondern 100-mal so übel. Deshalb schaut es das Jahr nie auf einen Starkstrommasten, der Sender draufkommt in eurer Nähe. Weil dort ist bei den Menschen, geht es genau das gleich. Die haben auch lebende Zellen. Das ist die andere Seite, das ist die Strecke vom Liesertal Richtung Spital, also da zwischen Seeboden und Spital. Da ist auf der rechten Seite so ein Altenheim, ich glaube, es heißt Marienheim. Marienheim, gell? Und wenn man da die Strecken reinfährt, also von der Kreuzung vielleicht 200 Meter geht auch eine Starkstromleitung vorbei. Und was haben wir dort? Ein Käfernest. Zack, seht ihr da? Die Leitung, Käferbaum. Im Detail. Der Baum ist abgestorben. Und das ist nicht der einzige Fall. Ich muss es reduzieren müssen auf ein paar Bütteln. Schauen, dass ich nicht allzu lang brauche. Autobahn Ost, Autobahnauffahrt, wo man da noch den Kreisverkehr links auffährt zur Autobahn. Genau da, entlang der Autobahn, leben da die zwei Bäume noch, der ist abgestorben. Und sollte man sich fragen, ja, wieso? Stirben die zwar aber nicht, aber der Baum stirbt. Ich habe es gemessen. Das ist dieser Asphaltstreifen da. Dahinter ist dieses AGM-Gebäude, die Blasdüren auf den Asphaltstreifen. Da haben wir ganz entlang des Asphaltstreifens haben wir diese Reflexion und die strahlt dann ganz exakt in diese Richtung weiter und der eine kriegt am meisten Elektrosmog ab und der stirbt als erster. Ich habe es mit einem einfachen Messgerät gemessen. Geht. Das Ding ist leichter zu bedienen als ein Radio. Da braucht man Langwellen, Mittelwellen und Kurzwellen, UKW und dann Sender dran und so weiter. Nichts, da braucht man einschalten, macht er brrrr oder ist Ruhe. Der Baum ist abgestorben. Zur Information: 77 Mikrowatt vom Sender in Baldersdorf oben. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, wenn man aufhört um die Kurven, ist links ein Sender. Und der Wolfsberg noch, da rein die ganzen Käfernester. 77 Mikrowatt. In diese Richtung, entlang der Autobahn, zum AGM-Gebäude, 3,06 Milliwatt. Ihr könnt es mir überprüfen, das ist immer, wenn der Strich da oben ist, habe ich Milliwatt. Wenn der Strich da unten ist, habe ich Mikrowatt. Das sind drei Stellen um, 1000er Potenz ist das. Ja?
Und 3,06 Mikrowatt sind 3060 Mikrowatt. 3000 Mikrowatt. Im Verhältnis da 77. Also so kann man eindeutig sehen, welcher Sender, welche Antenne ruiniert welchen Baum. Stadtgemeinde wird das auch bald machen. Das ist der Bursche, der da. So, wenn man da aufschaut Richtung Wolfsberg, ist natürlich so, wie der Herr Rebernick das auch schon gezeigt hat in dem Profil, manche Hauptkeulen gehen geradeaus, also die Hauptkeule geht meistens so, dass sie in 400 Metern am Boden kommt. Ja? Deshalb haben wir ungefähr alle Kilometer oder alle 700 Meter einen Handysender. Aber manche Keulen, die strahlen auch nach oben. Und dann haben wir da die Käfernester drin. Da haben sie schon rausgeschlagen. Ihr werdet in manchen Jahren nur mehr Stämme sehen, keinen Wald mehr. Weil die Bäume haben die Nadeln verloren und Käfernest wird das nächste jagen. Erste Käfernest, zweite Käfernest, das sind da mitten. Drittes Käfernest. Oben in Ballersdorf ist auch ein Sender, da haben wir angeschaut. Ich habe ungefähr 4000 Fotos, die genau das habe ich beweisen. Das Wichtigste habe ich für euch zusammengestellt. Ihr seid exklusiv auf dieser Welt. Die Ersten, die ganz fundiert die Mobilfunkschäden an den Bäumen präsentiert kriegen. Ich habe in Österreich noch einen zweiten Krieger. Das ist der Hans Hümer in Oberösterreich. Der macht das auch so. Ich habe viel gelernt von ihm. Und ich muss euch bestätigen, die Experten in den Forstabteilungen haben davon keine Ahnung. Und wenn man sie fragt, muss man sie fragen, haben sie schon einmal mit einem Messgerät den Mobilfunk gemessen? Sie werden sagen, nein. Es geht darum, stirbt der Baum wegen Hochwasser? Stirbt er, weil er kein Licht mehr hat, eben biologisch, weil die anderen Bäume schneller wachsen? Ganz normal hat es immer gegeben. Oder stirbt er wegen Elektrosmog? Oder ist es ein Sturmschaden? Also mal vier Gründe. Aber damit er den Elektrosmog feststellen kann, muss er messen. Und dazu werden wir sie fördern. Ich will nicht sagen zwingen. So, was ich sagen wollte, da oben Handysender und gleich daneben, man sieht es da nicht so, aber der Käferbaum, der ist ungefähr da oben drin. Kennt ihr aus, ich schaue in Baldersdorf. Gleich daneben neben dem Mosten ist der Käferbaum. Ich merke, diese hellen Farben sind nicht so gut dargestellt. Das ist dieser Baum, der Käferbaum. Und vielleicht zum Abschluss nur eine Kleinigkeit. In Klagenfurt ist genau dasselbe in Grün. Bei Minimundus, das alte ÖDK-Gebäude, ist ein Sender, ein Mast oben, der Baum geschädigt. Der Baum da geschädigt. Da oben sind auch Sender, der Baum da geschädigt. Ein Stückchen weiter an der Kreuzung habe ich dann gesehen, ein Loch, und da hinten habe ich gesehen, Käfernester. Schauen so aus, über super Kamera. Ein super Zoom, ziehe Zuhörer. Das ist ein guter Zubizarrer, konnte sofort die Käfernester auf einen Kilometer fotografieren. Daneben an der Kreuzung, diese Bäume geschädigt, Käferbaum. Daneben die Straßen, die Unterführung, dahinter Käferbaum. Das sind sogar mehrere. Oder das da, Käferbaum. Jetzt habe ich einen Überblick gegeben über die Fichten. Sie haben lebende Zellen. Die Fichten leben. Bei denen treten dieselben Schädigungen, dieselben Krebserkrankungen auf wie bei uns. Das sind eigentlich eher Brandschäden. Die werden wirklich verbrannt, die Nadeln, durch die Mikrowellenstrahlung, durch den gebündelten Strahl. Ich habe einen großen Mitstreiter, das ist der Herr Sturzenegger. Wir haben einen Vortrag gemacht in Milstadt. Vorher haben wir einen Vortrag gemacht oben im Obermilstadt. Wir haben den Sender verhindert, dort mitten im Ortsgebiet. Danke dem Dr. Schmidt, danke dem Herrn Rebernick, danke den Burschen, den Mutigen, die aufgestanden sind. Haben am Tisch gehauen, neben dem Bierhotel, kein Sender. Der andere hat gehabt ein Yoga-Zentrum. Ich habe es euch vorgeführt, mit so einem Elektrosmog, da kannst du nicht entspannen. Da entsteht nur Stress. Wenn ihr heute von Burnout hört, es ist ein super Geschäft für die Psychologen und für die Psychiater.
Die sagen, fresst's Schlafmittel, wenn ihr nicht schlafen kannst. Fresst's Beruhigungsmittel, wenn ihr nervös wird. Bitte? Ja, ich gebe es weiter. Nur ein Kommentar, es hat die Geburt nicht überlebt, die Bauchseite ist nicht geschlossen worden. Anderes Beispiel, weil es der Stall vom Sturzenegger und der hat uns gezeigt, was bei ihm passiert, weil daneben ein Masten aufgestellt worden ist. Ein ganz starker Arm mit Fernsehen und so. Die Kühe sind erblindet, das habe ich gesehen. Dann, was ganz interessant ist, weil es gibt viele Imker, die fragen sich, warum die Stöcke so sterben und weniger werden. Ich weiß, es gibt ja da Milbe, aber wenn man den Stock stark bestrahlt, wird das Orientierungssystem der Bienen gestört. Sie finden einen Stock zurück, deshalb geht er dann ein. So, wir wollen Handyverbot in Bussen, das wollen wir erreichen im Zug, in den Schulen. Wenn ihr Vorträge haben wollt, der Herr Rebernick macht Vorträge, der Dr. Schmidt macht Vorträge, ich mache auch gelegentlich Vorträge. Ja, wir wollen mobilfunkfreie Bezirke und Täler schaffen, wir müssen es jetzt schaffen. Nehmen wir zwei Sachen in Angriff, vielleicht kriege ich von jemand Unterstützung. Strahlenfreie Zone, Hirschberg, strahlenfreie Zone, Lieserhofen, strahlenfreie Zone, Amlach oder wo auch immer. Wo wir mutige Leute haben, die auf den Tisch schauen und sagen, jetzt muss was passieren, da passiert da was. Bitte helft uns, bitte unterstützt uns. Ich muss dazu sagen, die meisten Elektrosmog-Sensiblen, die trauen sich nicht einmal da reingehen, und weil sie eben sensibel sind. Die sind auch psychisch sehr sensibel. Die Leute, die richtige Ellenbogentechnik haben, die spüren das auch nicht. 19% sind sensibel, haben es nachgewiesen. So, etwas, was auch in den 80er Jahren ein Thema war, dass man die Leute chippt. Das Chippen hätte gewisse Vorteile für gewisse Gruppierungen. Ich will darauf nicht eingehen. Aktionen, habe ich schon gesagt. Selbsthilfegruppe Spital, Gößerbräu. Wir wollen eine strahlenreduzierte Zone Molzbichl haben oder Oberdorf. Baumschäden müssen wir die Gemeinden und die Bauern zusammenfinden. Vielleicht finde ich ein paar Bauern, gehen wir zusammen zur Landwirtschaftskammer. Ich habe die Forstexperten heute eingeladen, persönlich zu kommen. Heute zu diesem Vortrag, was ich Ihnen vom Haus und vor Ort schon gezeigt habe. Ich werde Sie begeistern, sich für das Thema zu interessieren. Man kann auch die Wertminderung einklagen, man kann auch die Wertminderung vom Grundstück einklagen, machen wir eine Sammelklage, bringt was. So, damit am Ende meiner Ausführungen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ja? Danke. War was Neues dabei? Ja? Wie gesagt, wir suchen Mutige. Ich gehe gern zum Gemeinderat, mache keinen Vortrag über die typischen Baumschäden durch die Mobilfunkmasten. Und wir werden in diese Richtung gehen und über die Bäume können wir tatsächlich gewinnen. Wir werden gewinnen und wir werden den privaten Mobilfunk verbieten. Und natürlich Polizei, Rettung und so weiter, die dürfen das weiterhin benutzen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Machen wir noch 10 Minuten? Fragerunde? Okay. Ihr sucht die Referenten auf die Bühne zu kommen. Es sollte ja Infoabend werden. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Darf ich nur kurz was sagen? Der Herr Kuhn hat mir darauf hingewiesen, dieser Unterschied zwischen Hinweis und Beweis. Das, was wir Ihnen gezeigt haben, sind Hinweise, medizinische und forstliche Hinweise. Da gibt es eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert. Da war in London eine Cholera-Epidemie. Von einem bestimmten Brunnen haben die Leute Wasser getrunken und Cholera bekommen. Und der Stadtphysikus, der das bemerkt hat, ging hin und hat den Schwengel der Pumpe abmontiert, damit man kein Wasser mehr bekommen kann. Die Cholera-Epidemie war schlagartig weg. Das war in 1840 etwa herum. Der Robert Koch hat 1910 etwa das Cholera-Bacillum entdeckt und den Zusammenhang hergestellt. Und eine Impfung gibt es seit 1960 etwa.
Das heißt, es hat über 100 Jahre gedauert, bis man diesem Hinweis so nachgehen konnte, dass der Beweis erbracht war. Hätte man damals ein Wasserwerk gehabt mit einem potenten Politiker, der gesagt hat, auf keinen Fall bringt man Beweis, dass das Wasser schlecht ist. Und wir sind im Stadium des Hinweises, uns genügt der Hinweis. Wir brauchen keinen Beweis, um diesen Schwengel abzumontieren. Und alle diese Betreiber wollen Beweise haben und die können wir derzeit noch nicht liefern. Aber wir können nicht warten darauf. Das ist der wichtige Unterschied, der uns zwingt, jetzt in die Öffentlichkeit zu gehen, Ihnen das zu erzählen, weil wir gar nicht die Zeit haben, auf Beweise zu warten. Und das mit dem Baumsterben, ähnlich das der Sepp Neuschatz Ihnen gezeigt hat, sind so deutliche Hinweise, dass diese Bäume absterben. Und dann kann man sagen, naja, bringt uns andere Beweise, dann muss also der Feinstaub, dann muss das alles bewiesen werden und so weiter. So viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Das gehört dringend gemacht. Das ist mein Hinweis noch für Sie zum Botschaft nach Hause bringen. Ja, danke. Wenn Sie welche Fragen haben, bitte zeigt es auf und ich weise dann auch darauf hin, wen ich dann als nächstes nehme. Und bitte redet laut, damit die anderen auch die Frage verstehen können. Gell? Wir haben doch einen größeren Saal. Johnny, ja? Ah ja. Ah ja, wir haben ein Funkmikrofon. Nachdem ja mein Name dauernd genannt wurde, muss ich schon was sagen dazu. Gell? Also, ich habe die Hinweise bald einmal verstanden, dass das nicht gesund ist und ich akzeptiere das. Aber ich habe mich mit den rechtlichen Gegebenheiten auseinandergesetzt. Die Schweinerei liegt dort, dass diese Sender nicht richtig genehmigt werden wie ein Gewerbebetrieb. Im Gesetz ist das vorgesehen, dass jeder Sender von der Fernmeldebehörde einzeln genehmigt wird durch Sachverständige, die Auswirkungen auf die Umwelt geprüft werden und dann Vorschreibungen für den Betrieb erlassen werden. Und das geschieht nicht. Die Sender bekommen zentral von Wien eine Betriebsbewilligung, ohne dass der Standort bewilligt wird. Und das ist im Gesetz aber vorgesehen und niemand will das abstellen. Du hast das Mikrofon ein bisschen zu weit weghalten. Das ist jetzt laut. Recht. Ich halte es halt ein bisschen oben weiter. Nur wenn ich mit dem Mikrofon in der Gegend rumfuchtel, dann hört es mir einmal nicht. Gell. Na, da ist die Schweinerei drin. Jeder Gewerbebetrieb, ob das ein kleiner Tischler ist, ein Lackierer, der braucht zuerst eine Standardbewilligung, wo ihm vorgeschrieben wird, du musst das so abschirmen, damit die Umgebung nicht belastet wird durch deinen Gestank und durch deine Abgase und so weiter. Und hier werden Strahlen produziert, die durch die Wände in die Wohnungen gehen. Ich wohne da draußen in der Ulrich-von-Zierlich-Straße, habe in der Nähe einen Sender und habe mich schon zweimal aufgearbeitet bis zum Verwaltungsgerichtshof. Habe das erste Mal Teilrecht bekommen, das zweite Mal jetzt bin ich über den Verfassungsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshof zugleich eine Beschwerde eingebracht. Der Verfassungsgerichtshof hat sich also gedrückt, der hat es dem Verwaltungsgerichtshof zugeschoben, der soll entscheiden. Aber du wartest jahrelang, bis du eine Entscheidung kriegst und dann hast du eine Entscheidung und was tun die anderen alle? Da ist die Schweinerei und dort gehört angesetzt. Wissen Sie Bescheid über die Smart Meter und wie groß die Belastung ist, wenn jede Viertelstunde der Stromverbrauch pro Smart Meter gefunkt wird? Ist mir verstanden? Ja, vielleicht kurz zur Erklärung, diese Smart Meter, die werden jetzt eingebaut von den Stromlieferanten und die funken. Früher sind sie jedes Jahr einmal gekommen und haben den Stromverbrauch abgelesen, dort überhaupt nichts gefunkt. Das ist dieser Apparat, wo so ein Radl drin ist und dann drunter der Zähler ist. Und jetzt sagen sie, ja, wir wollen die Leute ja dazu bringen, dass sie wissen, wo verbrauchen sie Strom, wann verbrauchen sie Strom. Und da werden die ganzen Informationen durchgeschickt und der in der Keller weiß ganz genau, jetzt verbraucht er keinen Strom, jetzt ist er auf Urlaub. Oder die Leute kriegen dann Informationen, bitte schön, ihr könnt diese Smart Meter ablehnen. Wenn die kommen, sagen wir, wir können das einbauen, sagt
fliegt es ab oder sagt, ich will das nicht, ich will da nicht mit Mikrowellen verstrahlt werden und schon gar nicht in meiner Wohnung. Ich weiß darüber Bescheid, ich habe alles über Kabel verbunden. Und ein so ein Funkapparat kommt man nicht in Frage. Raus damit. Okay? Na, Frage? Wie groß ist die Strahlenbelastung? Also es gibt verschiedene Systeme bei diesem Smart Metering. Das eine geht über GSM, das wäre dann wie so ein Handy, wo einfach in diesem Stromzähler dann so eine Funkkarte eingebaut ist. Das wird in Österreich nicht verwendet. In Österreich ist die Lösung der BLC-Anwendung. Das ist eine drahtgebundene Lösung. Das heißt, der Betreiber sendet die Signale über das Leitungsnetz. Es ist so, dass das im Kilohertz-Bereich geschieht und aufgrund der Leitungslänge wird dann eben in der Wohnung oder im Haus eine elektromagnetische Welle dann eben abgestrahlt. Man ist da im Nahfeldbereich, also wenn ich da jetzt einen Vergleich bringen würde, das wäre jetzt nicht zielführend. Es ist deutlich hoch und sollte auf jeden Fall reduziert werden. Also wir sprechen da von Leistungsflussdichten, die nicht in dem Bereich von einem schnurlosen Telefon sind, also nicht in dieser Stärke, deutlich geringer, aber durchaus sehr relevant. Und da kommen ja auch diese Studien her aus Amerika, die eben zeigen, dass hier biologische Effekte nachzuweisen sind. Danke. Ja, das kann man ganz einfach sagen, ich will das nicht und dann ist das genehmigt. Ja, das ist so. Das ist vor circa einem Jahr oder eineinhalb Jahren ist es so, war das ein Diskussionspunkt und das ist dann im Nationalrat beschlossen worden, es ist ein Gesetz, dass Sie das ablehnen können. Es ist ja so, dass man mit den Smart Meter auch nicht wirklich Strom spart. Das ist ja das Nächste, kommen ja schon die ersten Studien heraus, die eigentlich das Gegenteil zeigen, dass die ganze Lösung eigentlich teurer ist als mit den alten Ferraris-Zählern, also wo das Rädchen sich gedreht hat. Teilweise messen sie auch falsch, also da haben Leute bis zu 40% mehr Strom gezahlt, als sie effektiv verbraucht haben. Also das ist an sich nicht so smart, sagen wir mal so. Ich hätte da eine Frage zu dem. Wird aufs Netz diese Frequenz drauf moduliert? Wenn der Nachbar so ein Smart Meter hat, oder ist egal, wäre ich mit dieser Frequenz bzw. auch modulierten Oberwelle bestreut oder nicht? Das Netz breitet sich ja sternförmig, also wenn ich das jetzt da drauf mache, kriegt jeder etwas ab davon. Wie weit kriege ich da was ab von Nachbar sein? Es ist, ich verstehe Ihre Frage. Es ist ein bisschen schwer zu beantworten, ist die Frage, wie das zusammengeschalten ist. Wenn es im gleichen Haus ist, dann können Sie durchaus was abbekommen davon. Wenn es ein Haus nicht weit weg ist, kann es auch sein. Wenn es weiter weg ist, wird es immer, also nimmt sehr stark ab. Aber diese Rückwirkung ist natürlich da. Wenn das abnimmt, kann ich nicht abnehmen, weil sonst kann die Kellerkritik in Klagenfurt diese Messdaten übernehmen. Weil Messdaten sind ja oben auch mal moduliert und die wollen ja was sehen. Also müssen sie so stark aufmoduliert worden sein, dass sie in Klagenfurt auch noch ausgelesen werden können. Also warum? Das ist ja genau das Problem, warum diese Smart Meter ein Problem sind im Haus, weil sie nämlich in der direkten Nähe sehr starke Sendeleistungen haben. Und aufgrund der Länge nimmt es natürlich ab. Das ist einfach ein physikalisches Gesetz aufgrund des Widerstandes, ist ganz klar. Aber die müssen natürlich eine gewisse Leistung bringen, dass sie auch wie hinkommen. Das ist klar. Also das ist durchaus relevant, wenn die Häuser in der Umgebung dann diese Smart Meter eingebaut haben, dass bei ihnen was ankommt. Das ist ja generelles Problem, das wir eben haben in diesem Kilohertz-Bereich, Dirty Power nennt man das auch, oder Oberwellen, die ja verstärkt zunehmen. Das heißt, das Netz wird verunreinigt, das sind Netzrückwirkungen von elektronischen Verbrauchern und auch von diesen BLC-Anwendungen zum Beispiel. Und wenn man sich das mal anschaut, dieses Hausnetz, also das hat mit einer normalen Sinusschwingung fast nichts mehr zu tun teilweise. Und das kommt eben dann noch dazu und da geht es dann halt in Richtung, man muss Filter einbauen, ist gerade auch in Deutschland ein sehr großes Thema und das wird es bei uns sicherlich auch werden. Gibt es da Literatur dazu? Ja, gibt es, klar. Wo kann ich sie erfahren? Schreiben Sie mir ein E-Mail und ich schicke Ihnen dann ein paar Internetlinks zu, wo Sie sich da informieren können. Bitte, danke. Wenn wir noch bei den Smartphones waren, ich habe heuer im Frühjahr bei mir wieder die Strahlenbelastung messen lassen, und zwar die von Herrn Reberding, bei mir hier mit dem Dr. Muldert. Und da hat er dann gesehen, dass wir bei den Herzkörpern in unserem Gemeindeblock auch so eine Funk Zähler haben, die Heizung messen
Und dann hat er gefragt, ob er messen darf, weil ich gebe ihm keine Auskunft, wie viel der abstrahlt. Da habe ich gesagt, er kann ruhig messen, wenn es ihm interessiert. Und da haben wir festgestellt, dass die circa alle 30 Sekunden einen Impuls abgeben. Jetzt frage ich mich, das ganze Jahr, alle 30 Sekunden einen Impuls. Dann sagt er, aber das muss ja irgendwo zu einem zentralen Sender gehen, weil von dort wird es dann noch, also in die, dort zu dem, der halt die Heizung überwacht, abgeliefert. Und dann haben wir gefragt, da gibt's am Dach oben einen zentralen Sender. Jetzt muss jeder Herzkörper mit seinem Sender da durch die Wände auf, das abstrahlen. Also das ist ganz eine schöne Leistung, muss der aufbringen, dass er durch die Wände kommt bis zu dem Sender, der dann zentral das abgibt. Das heißt, in der Wohnung, bei jedem Herzkörper ist das installiert. Ohne zu fragen, hat da diese Firma, wahrscheinlich mit im Einvernehmen mit der Gemeinde, ist ein Gemeindeblock, diese Zähler auf den Herzkörper montiert. Nur, dass man sich der Sport einmal im Jahr da abzulesen. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Gemeinderat Glanzer Philipp. Ich bin einer der Betroffenen, die angeklagt wurden, weil wir den Handymasten in der Bonau nicht aufgestellt haben. Wir haben jetzt ein Diversionsangebot bekommen, ich zum Beispiel von 5.000 Euro. Dieses Diversionsangebot habe ich nicht angenommen, aus diesem Grund, weil ich glaube, dass man den Lobbyismus nicht die Möglichkeit geben sollte, dass man alle Gemeinderäte in Österreich mundtot macht. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, was Herr Kuhn schon angesprochen hat, es hat eine Resolution im Gemeinderat gegeben, seitens meiner Person, an die Fernmeldebehörde, an die Bundesministerin, ist noch nicht erledigt, wo wirklich festgehalten wird, dass die Fernmeldebehörde die Vorschriften einhalten sollte und auch die Genehmigungen einholen sollte und die Messwerte oder die Werte einhalten soll. Und deshalb werde ich dieser Diversion nicht zustimmen. Ich habe eine Verteidigungsschrift von 70 Seiten geschrieben, habe diese am Landesgericht abgegeben und ich bin einer der Einzelkämpfer. Wenn Sie das in den Medien verfolgt haben, wie gesagt, also wir werden sehen, ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben. Circa 50% der Gemeinderäte haben die Diversion bezahlt, ich werde sie nicht bezahlen. Die Mobilfunkbetreiber haben eine eigene PR-Agentur, Forum Mobilkommunikation. Die haben uns kritische Ärzte eingeladen zu einer Diskussion nach Klagenfurt. Und da waren wir so eingeladen beim DEMO, es gab gut zu essen und zu trinken. Wir haben sehr kritisch diskutiert, auch mit den Experten dort, die aus Deutschland gekommen sind. Und der Gerd Oberfeld, ein lieber Freund von mir, hat der Fotografin gesagt, Sie dürfen mich ja nicht fotografieren. Ich klage Sie, wenn Sie mich fotografieren. Was hat er denn, denke ich mal, das ist ja nichts Schlimmes, wenn man fotografiert. Wir sind ja eh da, ist ja nichts Dramatisches. Dann haben wir sehr kritisch diskutiert. Zwei Wochen später kam eine Hochglanzbroschüre heraus, ohne auch nur einen Hinweis auf unsere kritischen Bemerkungen, mit Bildern von lächelnden, zufriedenen, glücklichen Ärzten, die dort diskutiert haben. Ich habe sofort protestiert gegen diese Nullreaktion. Die Schrift ist an alle Ärzte gegangen. Schau, die sind nicht zufrieden, die lachen eh herum und essen zufrieden dort. So läuft Lobbyismus ab. Ja, ich hätte da noch eine Frage, bitte. Und zwar, die ÖBB macht bei den 110 KV-Leitungen, die sie über unsere Grundstücke führt, zieht sie neue Leitungen auf und dort sind ein Lichtwellenleiter ist da integriert zur internen Datenübertragung. Und ich wollte jetzt fragen, weil das war eigentlich der Beweggrund, warum ich das nicht unterschrieben habe, wollte ich fragen, ob das jetzt praktisch eine höhere Stallung ist durch diesen Lichtwellenleiter oder ob das bei der 110 KV-Leitung von Haus aus keine Rolle spielt. Die Frage war jetzt bei einer Hochspannungsleitung. Da ist zusätzlich ein Lichtwellenleiter dazugekommen. Ja. Der Lichtwellenleiter an sich macht nichts, weil es ist ja kabelgebunden. Die Hochspannungsleitung an sich ist natürlich in Nähe zu Häusern sicherlich ein Problem. Es kommt auf die Spannungsebene darauf an. Die Anordnung der Leiterseile, da werden eben magnetische Wechselfelder emittiert. Das sehe ich jetzt als größeres Problem. Ist das die richtige Antwort für Ihre Frage? Können Sie mit das anfangen? Ja.
Ja, ich denke, ihr habt es sehr lange ausgeharrt und unsere Zielsetzung, dass wir einen Informationsabend machen, ich glaube, der hat sich erfüllt. Mich freut es, wenn ihr zur Selbsthilfegruppe kommt, mich freut es, wenn ihr mitmacht bei den Aktionen, die wir jetzt vielleicht starten werden über die Gemeinde oder sonst wie. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank.